Los, komm. Komm. Also, wir sind sie wahnsinnig geworden. Komm. Ich muss mal raus. Und auf fürs Netz. Ich lasse fahren, komm schon. Sie lassen das Mädchen in Ruhe. Ist das klar? Sie mischen sich da eine Sache ein, die sie gar nicht so angeht. Ich gebe dir keine 2 Minuten. Sagen Sie, was ist denn hier eigentlich los? Wer ist denn der Kerl? Warum hat er Sie denn geschlagen? Kommen Sie, das ist mein Kopf. Sie sehen ja fabelhaft aus. Und warum das Ganze? Danke, danke. Ich muss jetzt gehen. Ja, ich halte nicht viel von gehen. Ich habe einen Wagen hier. Danke, danke vielmals, aber ich muss da zurück. Ja, zurück wohin? In das Lokal da. Danke, vielmals. Bitte. Wo ist das Mädchen? Kümmern Sie sich nicht um Dinge, die Sie nichts angehen. Ich habe das Gefühl, es geht mich was an. Wo ist sie? Ich nehme an, ist im Waschraum. Sie lassen das Mädchen in Ruhe, klar? Ja, komm, komm, macht euch hier keinen Ärger. Franz! Der kann mir gar keinen Ärger machen. Den macht er sich höchstens selber. Na? Geht's wieder? Hat er Sie gesehen? Ja, natürlich. Ich glaube, Sie brauchen Hilfe. Mir kann keiner helfen, auch Sie nicht. Oh, seien Sie doch nicht so eigensinnig. Erzählen Sie mal, was los ist. Würden Sie mich nach Hause fahren? Ich bringe Sie, wohin Sie wollen. Sie verlassen sofort das Lokal. Ich bringe das Mädchen nach Hause. Machen Sie den Weg frei. Lass ihn doch. Wenn ihm das Mädel gefällt. Dir läuft sie sowieso nicht weg. Kommen Sie. Ich bringe Sie. Das geht nicht. Fahren Sie nach Hause. Na, kommen Sie. Wenn ich sie nach Hause bringe, wird kaum einer was dagegen haben. Wie sehen Sie denn aus? Guten Abend, mein Name ist Klein. Kommen Sie nur rein. Okay, ich komme dazu, wie sie geschlagen wurde und bringe sie nach Hause. Das ist eigentlich alles. Es ist eine Menge.
Sie helfen einem Menschen, den man... Naja. Sie gehört zu denen, die... Ja, was heißt das? Das heißt... Ich gebe Ihnen einen Rat. Wenn Sie das Mädchen nicht kennen, nichts von ihr wissen, dann kümmern Sie sich nicht um sie. Und ich frage Sie noch mal, was heißt das? Das heißt Drogenprostitution. Und jemand, der Sie daran hindern kann, sich zugrunde zu richten. Tun Sie mir einen Gefallen. Hören Sie auf zu weinen. Ja, warum soll sie aufhören? Es ist das Einzige, was ihr geblieben ist. Ich vertrag's nicht. Entschuldigen Sie. Haben Sie ein sauberes Taschentuch? Das hier ist voller Blut. Jetzt erzählen Sie mal, was los ist, hä? Sie sollen ans Telefon kommen. Ja, wir sind dran. Der dabei ist, Sie zugrunde zu richten. Dann sagen Sie ihm, er soll sich zum Teufel scheren. Da gehört er zweifellos hin. Aber wenn ich ihm das sage, damit helfe ich ja nicht. Der kommt her und schlägt Sie. So. Und warum lassen Sie sowas in Ihre Wohnung zu? Warum rufen Sie nicht die Polizei? Die Polizei? Glauben Sie mir, Sie können mir nicht helfen. Sie wollen sie mitnehmen. Ich kann sie nicht hier lassen. Ich kann's nicht. Sie muss erst mal weg hier. Wohin wollen Sie sie bringen? Ich weiß es nicht. Kommen Sie. Also hier wohne ich. Ist das Badezimmer? Hier ist das Schlafzimmer. Im Schrank finden Sie Handtücher, Badehandtücher. Sagen Sie mir nur nicht, dass ich verrückt bin, das weiß ich selber. Also, Sie können entweder duschen oder baden, ganz wie Sie wollen. Ich würde vorschlagen, vielleicht legen Sie sich erstmal schlafen und morgen früh reden wir dann über alles, okay? Ist noch was? Was hast du gemacht? Ich erzähl's dir doch gerade. Ja. Und wo ist das Mädchen jetzt? Zu Hause natürlich, weil ich konnte sie doch nicht raussetzen. Ich muss doch erst mal wissen, was mit ihr los ist. Ja, natürlich. Ja. Oh, und das weißt du noch nicht? Sie war noch nicht in der Lage, das heißt, sie war noch... Ich hab's ja gesagt, jetzt kommen Sie erst mal zur Ruhe jetzt, ne? Jetzt bleiben Sie erst mal hier sind Sie in Sicherheit und... Wir werden dann schon über alles reden. Mhm. Ja, aber schaust du mich so an? Bin ich schwachsinnig? Wie alt ist das Mädchen? Mitte 20, schätze ich. Hübsch? Ja, würde ich schon sagen, wenn sie nicht gerade heult. Sag mal, du denkst doch nicht etwa... Also, das wäre das Letzte. Das Hinterletzte. Was? Harry? Nein, nicht doch. Also, das ist
Das ist Mitleid. Zumindest das. Wer dazu neigt, hat viel zu tun. Du, vielleicht rufst du mal zu Hause an, ob sie noch da ist, ja? Vielleicht schläft sie noch, ne? Ja. Oder sie ist verschwunden und ein paar Sachen von dir mit ihr. Also, so sah sie nicht aus, ne? Ne, entschuldige bitte, aber ich meine, Engel war es ja nicht gerade. Du, ich denke, du fährst mal nach Hause und siehst nach, was los ist, ja? Sie ist verschwunden, aber es fehlt ja nichts. Sie ist weg, aber ich meine, mir ist ja nicht. Stefan, ich will dem Mädchen helfen. Was willst du tun? Ich will wissen, wo sie geblieben ist. Ist sie hier? Sie war hier. Mit dem Kerl. Na ja, sie ist weg mit ihm. Ist sie freiwillig mitgegangen? Sie weiß gar nicht, was das ist. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Bringen Sie einen Kaffee mit. Gern. Setzen Sie sich ein. Ich mag das Mädchen. Sie ist gutartig. Vielleicht ein bisschen zu nachgiebig, soweit ich. Zu weich und zu hart. So wie sie eben manchmal sind. Und das ist dann genau die Art, mit der man den Weg verliert. Wir haben keinen Kompass. Danke. Dann gehen Sie alle mal ein bisschen in diese oder jene Richtung. Moment. Sie sagten gestern Drogen und Prostitution. Jetzt ist sie hilflos. Und alle Hilflosen. Sie ist abhängig von dem Mann, den ich für einen Verbrecher halte. Hat sie Familie? Ja. Aber die tut sich natürlich ein bisschen schwer mit der Tochter. Kann man dem Mädchen helfen? Der Mann, der ihm dabei im Wege steht, heißt Belter. Franz Belter. Soll ich Ihnen die Adresse geben? Wo bist du denn jetzt, Sari? Ich sehe mir nur noch einen Burschen näher an. Ich gebe dir den Namen durch, Franz Belter. Ja, okay. Ich komme dann sofort. Kommen sehen. Können Sie mich nicht in Ruhe lassen? Mich hat nur interessiert, wo Sie geblieben sind. Wie kommen Sie eigentlich hierher?
Ihre Wirtin hat mir gesagt, wo ich den Kerl finde, der Sie gestern verprügelt hat. Der ist nicht da. Sie können gehen. So. Na, in Ordnung. Warum kümmere ich mich um Sie? Ich habe Sie nicht darum gebeten. Oder habe ich? Nee. Nein. Ihr Schlüssel. Warum haben Sie ihn mitgenommen? Sie hätten die Tür nur zuziehen müssen. Das habe ich ja getan. Warum haben Sie den Schlüssel mitgenommen? Wollten Sie zurückkommen? Ich weiß nicht, was ich wollte. Nehmen Sie ihn nur, ich brauche ihn nicht. Harry, tu mir Gefallen, geh zum Arzt. Du, es ist nicht so schlimm, es geht mir schon besser. Ich hab dir doch den Namen gegeben. Ja, ja. Franz Belter ist bekannt. Drogen? Nee. Autodiebstähle. Na, immerhin. Du, Stefan, dieses Mädchen wird misshandelt. Die haben sie mit Drogen abhängig gemacht, die wird zur Prostitution gezwungen. Und dieses Mädchen kommt da alleine nicht raus. Die hat niemanden. Und die Eltern, die kommen einfach... Oh, die kommen nicht mit ihr zurecht. Sie hat meinen Schlüssel mitgenommen. Ne? Ja, was schließt du daraus? Naja, dass meine Wohnung so was Ähnliches wie eine Zuflucht für sie ist. Sag mal, Harry, was empfindest du eigentlich für das Mädchen? Ja, ich kann das nicht sagen. Die Zimmerwirtin meint, sie ist am Ende. Ja, und das ist einfach etwas, was ich nicht zulassen will, verstehst du? Mhm. Also in dem Sinne empfinde ich nichts für sie. Mhm. Ja, genau das, mein lieber Harry. Das glaube ich dir nicht. Aber ja, ist schon gut. Ist ja gleich passiert. Dann glaub doch, was du willst. Dank dir. So. Na, schau mal. Hm? Bist schöner als vorher. Ach ja. Wo ist deine Waffe? Mann, du hast sie verloren. Du musst los jetzt. Du musst deine Waffe wiederfinden.
Warte, Harry, ich komme mit dir. Mach dir keine Sorgen, ich weiß, wo ich sie finde. Das kann nur bei der Schlägerei passiert sein. Ja? Gott sei Dank, dass du noch da bist. Ich stehe hier neben einem Toten. Moment mal. Genauer. Man hat Franz Belter erschossen. Er liegt vor mir auf dem Boden. Ich sag dir die Adresse. Stefan, Moment mal, ich glaube, ich höre was. Wir haben Schüsse gehört. Haben Sie den Mann erschossen? Sind Sie wahnsinnig? Wen wollen Sie denn da anrufen? Die Polizei. Stefan, komm her. Sieht so aus, als brauche ich dich. Dann, meine Herren. Ist der Erkennungsdienst schon verständigt? Bereits schon unterwegs. Bitte tun wir den Gefallen hier runter, nehmen wir den Empfang, ja? Armin. Namen, Doktor. Abend. Wer sind Sie? Mein Name ist Rotter. Das sind Fahrer von mir. Ich habe eine Spedition und dies hier ist eines meiner Büros. Der Tote war ein Freund von mir, Franz Belter. Wir hörten Schüsse, rannten ins Haus und fanden den Toten hier. Und diesen Mann. Ja, danke Ihnen sehr. Bitte gehen Sie raus, warten Sie draußen. Bleiben Sie noch, Doktor. Kennst du Rotter? Ja, sicher. Ich habe mich ja zusammengeschlagen mit Belter hier. Hier in diesem Raum. Mhm. Doktor, wann könnte der Tod eingetreten sein? Der Mann ist noch keine Stunde tot. Also, soweit ich gesehen habe, 3 Schusswunden. 3, im Bauch und im Brustbereich. Haben Sie mit den Leuten, die ich da ausgeschickt habe, haben Sie mit denen darüber gesprochen? Kein Wort. Gut, ich danke Ihnen. Ich brauche Sie nicht. Wieder so. Die wollen mir hier was in die Schuhe schieben, ne? Deine Dienstwaffe. Hast du sie gefunden? Ich hab sie nicht.
Ich habe überall gesucht. Ich habe sie nicht. Ich meine, ich kann sie nur hier verloren haben. Hier, wo die mich zusammengeschlagen haben. Hier in diesem Raum. Stefan. Ich stelle dir nur eine Frage. Reine Routinefrage. Hast du diesen Mann erschossen? Das soll ich jetzt beantworten. Ich sag dir, es ist eine Routinefrage. Es ist keine Routinefrage, wenn du mich fragst. Harry, nach Lage der Dinge, nach der ganzen Situation hier, bist du ein Verdächtiger. Okay. Ich habe diesen Mann nicht erschossen. Das hätte mich auch gewundert, du. Drei Schüsse bei deiner Schießleistung. Herr Rotte, kommen Sie bitte wieder rein. Nun erzählen Sie mal, was Sie gesehen und was Sie gehört haben. Ja. Wir kamen draußen an, also meine Fahrer und ich. Wir waren mit Belter verabredet. Und da stand schon ein fremder Wagen. Der Wagen dieses Mannes, nehme ich an. Und wir gingen zum Haus und da hörten wir die Schüsse. Wie viele Schüsse haben Sie gehört? Drei. Weiter. Dann gingen wir rein und trafen diesen Mann neben der Leiche. Wie viel Zeit verging von dem Augenblick, als Sie die Schüsse hörten, bis zu Ihrem Erscheinen hier in diesem Büro? Keine drei Minuten. Ja, hier ist keine Schusswaffe zu finden. Haben Sie den Mann durchsucht? Ich meine, wollen Sie ihn nicht durchsuchen? Sie sind Polizist und dieser Mann ist ein Kollege von Ihnen. Ja, das ist wahr. Harry, dreh dich bitte um. Er könnte die Waffe aus dem Fenster geworfen haben. Derek! Spricht sonst noch gegen mich? Du hast ein Motiv, das Mädchen. Wieso das Mädchen? Hast dir geholfen gegen Belter. Du hast dich mit ihm geschlagen, Harry, zweimal. Das Mädchen hat bei dir übernachtet. Ja, okay, aber ich habe nicht mit ihr geschlafen. Hättest du nicht gern? Nein. Tut mir leid, entschuldige. Ich weiß erst jetzt, dass ich sie gern habe. Stefan, ich weiß erst jetzt, dass ich dachte, dieser Saukerl. Der wird sie nicht zugrunde richten. Ja, das ist natürlich ein Motiv, für das wird jeder Staatsanwalt dankbar sein. Also, habe ich den Fuß im Eisen? Sag mal so, es sieht nicht besonders gut aus, Harry. Was machen wir jetzt? Du nichts. Du bist raus aus der Sache jetzt. Ja, hallo, wer ist da? Ja, sie ist da. Sagen Sie ihr bitte, sie möchte zu Hause bleiben, ich komme sofort. Danke. Ja, also, sie ist da. Ich fahre jetzt hin. Nee, du bleibst hier, Harry. Warte doch hier auf mich.
Sei nicht so verzweifelt. Guten Abend. Ich habe mit Ihnen gesprochen eben. Ja, bitte kommen Sie rein. Danke. Sie ist da hinten in Ihrem Zimmer. Aber nicht allein. Wer ist bei ihr? Ihr Vater. Mhm. Danke. Guten Abend, mein Name ist Derek. Ich nehme an, Sie sind Anja Ruhland. Und Sie sind Ihr Vater, habe ich gehört. Weswegen sind Sie hier? Ich mache einen neuerlichen Versuch, meine Tochter zu bewegen, dass sie nach Hause kommt. Fräulein Ruhland, wissen Sie, was passiert ist? Wenn Sie die Sache meinen, die Ihren Freund betrifft, dass er heute Abend erschossen wurde, das weiß sie. Wer sind Sie? Leiter einer Mordkommission. Von wem haben Sie erfahren, dass Belter tot ist? In den Kreisen, in denen sie sich bewegt, ist das wie ein Lauffeuer rum. Oh. Sie kann Ihnen nur mit Schwierigkeiten antworten. Sie ist nämlich betrunken. Ich habe etwas gehört. Dass jemand verhaftet worden? Nein, es wird jemand verdächtigt, und zwar der Mann, der Ihnen geholfen hat. Vielleicht erinnern Sie sich, bei dem Sie übernachtet haben. Was ist das für ein Mann? Sein Kollege von mir. Hat Ihre Tochter schützen wollen, als was sie misshandelt hat. So, schützen. Uneigennützig? Uneigennützig, da bin ich ganz sicher. Erzählen Sie mir nichts. In dieser Welt geschieht nichts uneigennützig. Pack deine Sachen, du kommst mit. Lass mich doch in Ruhe. Gibt es etwas Schlimmeres als zu reden? Einfach niemanden mehr zu erreichen? Anja. Du musst doch nun von niemandem mehr Angst haben. Der Mann, der dich gequält hat, ist tot. Ihren Kollegen verdächtigt man? Mhm. Hören Sie, es geht mir gut, sehr gut. Ich bezahle dem Mann jeden Anwalt. Sagen Sie ihm das. Mhm. Anja, du kannst jederzeit nach Hause kommen. Dann räume ich wohl wieder mal das Feld. Das mit dem Anwalt, das war ernst gemeint. Mhm. Drehen Sie sich mal um. Dann setzen Sie sich hin. Wann haben Sie eigentlich erfahren, dass Belter erschossen wurde? Ich war im Lokal. Der Franz hatte mich gebeten, dort auf ihn zu warten. Er kam nicht und dann rief jemand an und hat gesagt, dass er tot ist. Wer rief an? Ja, sein Freund, Rotter. Der sagte, dass Belter erschossen wurde von diesem Mann, der mir geholfen hatte. Stimmt das? Haben Sie sich deshalb betrunken?
völlig fertig. Ja, ja. Dann schlafen Sie sich erst mal richtig aus. Sie haben mir nicht gesagt, ob er es getan hat. Er wird verdächtigt. Das ist schlimm genug. Und außerdem ist er mein Freund. Klar? Na, wie sehe ich das? Die Kleine ist völlig durch den Wind, was? Ja. Ja, ja, so ist es. Gut, dass du gekommen bist. Hast du mit dem Mädchen gesprochen? Mhm, ja. Sie weiß Bescheid. Man hat ihr gesagt, dass Peter erschossen wurde. Ja, und was sagt sie? Nicht viel, sie hat sich betrunken. Wieso betrunken? Ich meine, die könnte doch Hinweise geben. Ja, hat sie irgendwelche Vermutungen geäußert, einen Verdacht? Ja, sie fragte, ob du Belter erschossen hast. Jemand hat ihr gesagt, dass du es gewesen bist. Wer? Na, Rotter. Rotter hat doch schon den Staatsanwalt angerufen. Der Staatsanwalt überlegt, ob er nicht einen Haftbefehl ausstellen muss. Ich habe ihn gebeten, bis morgen damit zu warten. Sag mal, und der überlegt ernsthaft, mich zu verhaften? Harry, es gibt Aussagen, die bisher nicht widerlegt worden sind. Das sind Zeugenaussagen. Da ist von 3 Minuten die Rede, da ist von 3 Schüssen die Rede. Davon, dass man eine Waffe gefunden hat, in der 3 Kugeln fehlen. Was mache ich jetzt? Nichts. Ich habe mich mit dem Staatsanwalt verabredet. Am Tatort, morgen früh. Mach mir einen Kaffee. Guten Morgen, Herr Staatsanwalt. Guten Morgen. Wo ist Derek? Er ist da dran. Kommen Sie. Solchen Revolver hat der Inspektor Klein. Das gleiche Modell. Die Waffe hat das gleiche Gewicht, sie ist nicht geladen. Nehmen Sie sie. Was soll ich damit? Werfen Sie sie aus dem Fenster. Und zwar so weit Sie können. Gut, Derek. Danke. Die Fundstelle ist nämlich markiert. Gratuliere, Herr Staatsanwalt, das war ein guter Wurf. Aber die Fundstelle ist dort. 25 Meter weiter. Ich verstehe. Er kann sie nicht durchs Fenster geworfen haben. Das finde ich auch. Das bedeutet, dass jemand die Waffe draußen weggeworfen hat. Ja. Aber das kann natürlich auch Ihr Kollege gewesen sein. Dann stimmt die Aussage mit den 3 Minuten nicht mehr. Ich fürchte, es wird kompliziert. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, Dr. Krohn. Vielen Dank. Wiedersehen. Herr Hartmann, danke schön. Herr Klein, kommen Sie bitte nachher zu mir in mein Büro. Danke, Stefan. Bin ich doch raus aus der Sache, oder? Noch lange nicht. Es ist immer noch deine Waffe, aus der die 3 Schüsse abgefeuert wurden. Dann wurden auf deiner Waffe Fragmente von Fingerabdrücken gefunden. Die können natürlich auch von dir stammen. Das ist noch eins. Harry, halt dich raus. Keine Ermittlungen auf eigene Faust, ja? Dann kann ich hier spazieren gehen. Mhm. Gute Idee, aber möglichst bei Tag. Man sollte jetzt Rotter vernehmen, ne? Sitzt schon vor meinem Schreibtisch. Willi, wir gehen. Ja.
Was? Er kann die Waffe nicht aus dem Fenster geworfen haben. Aber die Waffe, die wurde doch da gefunden. Ah. Ja, das liegt ja auf der Hand. Sie wollen Ihren Kollegen schützen. Und der Staatsanwalt, der macht da mit. Aber ob die Presse da mitmacht? Also das mit der Presse würde ich mir noch einmal überlegen. Die würde sich automatisch auch für Sie interessieren. Und ob Ihnen das passt. Sie und Belt haben einen Kollegen zusammengeschlagen. Er hat zeitweise das Bewusstsein verloren. Bei der Schlägerei verlor er seine Waffe, die Sie gefunden haben. Moment. Sie wollen doch wohl nicht behaupten, dass ich Belter erschossen habe, oder? Nein. Nun machen Sie sich mal nicht lächerlich, ne? Danke, Winnie. Sie verhören meine Fahrer? Natürlich verhören wir Ihre Fahrer. Wir wollen doch wissen, wer Sie sind, Sie und Belter. Na, von Belter wissen wir einiges, nicht? Eine ganze Menge, als Autodieb. Aber von Ihnen, da wissen wir eigentlich noch recht wenig. Wird sich bald ändern. Entschuldigung. Ja, hat sich ja schon geändert. Einer Ihrer Fahrer hat ein Geständnis abgelegt. Gestanden? Was hat denn der gestanden? Ich meine, was gibt's denn hier zu gestehen? Dass Belter das Rauschgift von Ihnen bekommen hat. Ihre Fahrer haben es geholt aus Jugoslawien, aus Südfrankreich. Ich bestreite alles, aber bitte untersuchen Sie die Wagen. Sie werden auch Verstecke finden. Nur diese Wagen, die habe ich gebraucht gekauft. Und die Verstecke in der Karosserie oder im Boden, die waren ja bereits vorhanden. Die habe ich doch nie benutzt. Was mein Fahrer da sagt, ist doch völliger Blödsinn. Das kann der doch gar nicht beweisen. Was machen die da? Wo fahren die hin? Die Wagen werden zur Polizei gebracht, von Spezialisten untersucht. So, und Sie? Sie kommen mit uns. So rum Sie also. Ist das Ihr Raum oder der Ihres Freundes Belter? Wir haben hier gemeinsam gewohnt. Sieh dich um, Willi. Darf ich mal fragen, wonach Sie hier suchen? Geschäftspapiere, Korrespondenzen, Bankbelege. Keine Sorge, wir machen das nicht zum nächsten Mal. Bitte, bitte. Machen Sie sich ans Werk, hier ist nichts verschlossen. Hören Sie. Ich habe mit Drogen nichts zu tun. Wer was anderes sagt, lügt. Willi, geh ran. Ja, bitte? Moment. Derek, ja? Ja. Danke. Die Verstecke in Ihren Wagen wurden gefunden. Es wurden Anhaltspunkte entdeckt, dass es kürzlich darin Rauschgift transportiert wurde. Ich nehme Sie fest, unter dem dringenden Verdacht, Ihren Teilhaber ermordet zu haben. Machen Sie mich doch nicht wahnsinnig. Also hören Sie, ich sehe ein, ich habe da einen Fehler gemacht. Okay, ich sag alles, also alles, was ich weiß. Nimm auf, Willi. Kommen Sie, setzen Sie sich, Herr Rotter. Verdammter Idiot, der ich bin. Ich hätte es gleich sagen sollen. Schön. Wir haben Ihren Kollegen fertig gemacht. Wir haben ihn rausgeschleift. Bis Anja hinzukam. Sie brachte ihn runter, irgendwie. Gehen konnte der kaum noch. Wir gingen zurück ins Zimmer. Ich stieß mit dem Fuß gegen einen Revolver. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erschrocken ich war. Einen Revolver hatte der? Und ihn nicht gebraucht? Ich hob die Waffe auf und legte sie auf den Tisch. Und da ist sie geblieben. Ich habe sie nicht an mich genommen. Das war nachts. Okay. Wir
waren in der Halle, arbeiteten an den Wagen, als plötzlich drei Schüsse fielen. Ich dachte gleich an den Revolver, dachte, was denn, macht Belter Schießübung? Ich ging rauf. Ich rief, hey, was ist denn los mit dir? Belter! Aber er meldete sich nicht. Ich fand Belter so, wie Sie ihn nachher gesehen haben. Er lag auf dem Boden und war tot. Haben Sie den Revolver gesehen? Nichts habe ich gesehen, ich bin weg. Ich sagte den beiden, was passiert war, sagte, mach das Licht aus. Und dann hörte ich auch schon ein Auto. Durch einen Spalt im Holz sah ich, wer da kam. Und jetzt müssen Sie mir etwas zugutehalten. Einfach so ein paar Gedanken, die mir durch den Kopf schossen. Das ist der Mann, der seinen Revolver geholt hat und der Belter erschossen hat. Und der nochmal zurückkam, um Belter verschwinden zu lassen oder was weiß ich. Na ja. Und da habe ich zu meinen Fahrern gesagt, na ja, los, Freunde, wir können doch einen Mörder nicht laufen lassen. Ja, jetzt fragen Sie aber auch meine Leute. Die werden Ihnen Wort für Wort bestätigen, was ich gesagt habe. Die beiden Fahrer bestätigen das, was Reuter gesagt hat. Wort für Wort. Nur die Schlussfolgerung ist falsch. Da kam nicht der Mörder. Der Mörder war bereits gegangen. Aber wer war es? Sie haben den Revolver gefunden, nach der Schlägerei aufgehoben, auf den Tisch gelegt. Mhm. Giorgio. Der Mörder, der konnte sich ganz einfach bedienen, ne? Das Mädchen? Ruf mal bei Harry an. Meldet sich nicht. Sie. Ich dachte, man hat Sie eingesperrt. Was machen Sie hier? Sie trinken wieder. Wollen Sie nie mehr normal werden? Was ist das? Was haben Sie getrunken? Ich brauche Ihr Geld nicht. Sie kriegen es auch gar nicht. Warum haben Sie mich gesucht? Gestern Nacht. Wann sind Sie danach rausgekommen? Sie waren noch dabei, als der Rotter und Belter mich zusammengeschlagen haben. Ich habe dabei meine Waffe verloren. Es könnte sein, dass Sie... Haben Sie sie gefunden? Haben Sie Belter erschossen? Tun Sie mir einen Gefallen und antworten Sie mal. Was für Sorgen machen Sie sich eigentlich? Mein Fall ist draußen. Margot, ich erzählte dir von dem Kriminalbeamten, den ich bei Anja kennengelernt habe. Das ist der. Guten Tag. Guten Tag, Frau Roland. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke sehr, Freund. Deswegen sind Sie hier? Nun, Sie haben gestern Nacht Ihre Tochter besucht. Erinnern Sie sich noch an die Uhrzeit? Das war... Warum fragen Sie nach der Uhrzeit? Nun, es würde mir sehr helfen, wenn Sie mir die Frage beantworten. Ich glaube, es war 10:30. Halb elf, ja, ja. War Ihre Tochter da zu Hause oder haben Sie auf sie gewartet? Sie war zu Hause. In welcher Verfassung? Das wissen Sie doch. Sie war betrunken. Ja, eben. Aber wo hat sie sich betrunken? Zu Hause? Das weiß ich nicht. Hat sie nicht gesagt, woher sie kam? Um Himmels Willen. Woran denken Sie denn?
Woher kam sie? Das weiß ich nicht. Hören Sie, Sie mögen den Mörder suchen. Ich habe nur eine Bitte und einen Wunsch. Bringen Sie unsere Tochter zurück. Sie ist hier zu Hause. Ohne Zuhause kann man nicht leben. Vollkommener Freiheit muss man gewachsen sein. Sagen Sie, darf ich Sie bitten, mich zu begleiten? Ja. Wohin denn? Kommen Sie rein. Was gegessen? Okay, ich habe Hunger. Ja gut, dann setzen Sie sich. Darf ich hier bleiben heute Nacht? Tja, warum? Warum wollen Sie hier bleiben? Weil. Na gut, ich mache Ihnen was zu essen. Rauchen Sie eine Zigarette, aber trinken Sie nichts mehr, ne? Tja, was schauen Sie mich so an? Schauen Sie lieber weg, ich koche nämlich jetzt gleich Spaghetti. Im Übrigen können Sie mir helfen. Ich habe hier irgendwo habe ich noch eine Dose geschälter Tomaten. Wo ja. Na gut. Schauen wir halt ein bisschen, ne? Ich frage Sie jetzt beide, wann ist Anja nach Hause gekommen? Frau Wehbusch, bitte nicht, Herr Wohler, bitte nicht. Ist das von Bedeutung? Irgendwann ist sie gekommen. Die Uhrzeit, Frau Wehbusch. Ich habe nie auf die Uhr gesehen, sie war plötzlich da. Warum fragen Sie denn nach? Moment mal, der Mord, der wurde verübt gegen 9.30 Uhr. Der Täter, wenn er keinen Wagen hatte, der brauchte 20 Minuten bis zur nächsten S-Bahn-Station, eine halbe Stunde Fahrt in die Stadt und dann noch einmal 10 Minuten zu Fuß bis, natürlich, bis hierher. Bis hierher? Sie waren um 10:30 hier und fanden Ihre Tochter vor. Die Frage ist jetzt nur, war sie gerade erst gekommen? Sie können doch nicht auf den absurden Gedanken kommen. Wann ist sie gekommen, Frau Wehbusch? Wenn Sie jetzt antworten, denken Sie daran, dass es eine Aussage ist. Es ist eine Zeugenaussage. Was wollen Sie eigentlich? Mich in Angst und Schrecken versetzen? Wann ist Anja nach Hause gekommen? Ich sagte Ihnen schon, ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Wann war sie hier? War sie hier vor Ihrem Vater oder kam sie später? Hören Sie doch auf, mich zu fragen. Es ist gut, Frau Wehbusch. Was ist gut daran? Nichts ist gut daran. Nein, nein. Verlieren Sie doch jetzt nicht die Nerven. Das Kind war es nicht. Ich habe gestern Abend diesen Mann aufgesucht. Ich hatte von Frau Wehbusch erfahren, wo ich ihn finden würde. Ich wollte einen letzten Versuch machen. Ich wollte ihn auffordern, meine Tochter in Ruhe zu lassen. Aber er hat sich nur über mich lustig gemacht. Hören Sie auf, Mann! Fangen Sie nicht an zu flennen! Ihre Tochter hat mit Ihnen nichts mehr zu tun. Wenn Sie Ihren Einfluss auf Ihre Tochter verloren haben, ich habe ihn. Ich mache mit Ihrer Tochter, was ich will. Jetzt raus hier. Verschwinden Sie! Ich gebe zu, ich habe die Nerven verloren. Ich sah die Waffe auf dem Tisch liegen. Es war wie ein Reflex. Ich nahm sie und schoss. Ja, Stefan? Ja, sie ist da.
Ja, ich bin noch da. Ja, ich sag's dir. Derek hat ein Geständnis. Dein Vater hat Belter erschossen. Nein. 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 Nein.